Unser nächster Gast, meine sehr verehrten Damen und Herren, begleitet mein musikalisches Leben schon seit vielen Jahren. Und immer wenn die Freunde von der Götz Alsmann Band und ich in irgendeiner Stadt, in einer Stadthalle, in einem Konzerthaus oder einem Hotel gebeten werden, uns in ein Gästebuch einzutragen, dann steht er schon drin. Natürlich mit den größten Bildern und den meisten Eintragungen. Er ist in Amsterdam geboren, er hat den Mottospruch, ja, man muss sagen, den ideologischen Grundsatz geprägt, klassische Musik ist nicht witzig. Aber jeden Abend beweist er auf der Bühne genau das Gegenteil. Bitte begrüßen Sie den wunderbarsten Musiklehrer östlich des Eiselmeers. Hier ist Hans Lieberg. Dankeschön. Dankeschön. Danke, Götz. Dankeschön, meine Damen und Herren. Ich möchte gerne anfangen mit einem kleinen Klavierkonzerto eines holländischen Komponisten Ludwig van Beethoven. Ja, es ist Van Beethoven, ne? Es ist auch Beatrix van Oranje, also Ludwig van Beethoven. Und Sie können ruhig mitklatschen, wenn Sie wollen, meine Damen und Herren. Das ist eine holländische Tradition. Wir klatschen immer mit während klassischer Konzerte. Wir singen mit. Wir haben in Holland sogar eine Karaoke-Version der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Mit Anzünden, so wir setzen uns. Tolles Land. Also, wenn man bei uns in Holland Schubert spielt, fangen die Leute an mitzuklatschen. Ne? Guck mal, guck mal, guck mal. Da sind immer Holländer dabei, immer. Aber Beethoven sollte ich spielen und Beethoven ist natürlich super, nicht? Aber Beethoven hat viel von seiner eigenen Musik nicht gehört. Obwohl er taub war, hat er doch schöne Sachen komponiert, zum Beispiel. Seins, ne? Aber er hörte das natürlich nicht. Die verrückteste Sachen hat er komponiert. So. Aber er hat keine Ahnung, nicht? Kennen Sie dies von Beethoven? 200 Jahre alt. Kennen Sie es? Es ist ein LKW, der rückwärts fährt. So hat das an. Herr Florin, können wir das zusammen spielen? Ne? Haben Sie geprobt? Meine Damen und Herren. Da, 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 da. Dankeschön. Ein schönes Für Elise. Jeder spielt es, niemand weiß warum. Das ist immer noch Für Elise. Diese Elise muss meines Erachtens eine unglaublich dumme Pute gewesen sein. Das ist schlimm, nicht? Aber Beethoven hat die tollste Sachen komponiert. Vielleicht kennen Sie die so. Das ist ein ganz verrücktes Musikinstrument, das ist eine musikalische Peitsche, ein Fouet musical und das Ding wird meistens gespielt von den Schlagzeugern, die stehen dahinter im Orchester, hinter die Tenöre und meistens so natürlich. Und was passiert, so ein Sänger, so ein Heldentenor, so ein Domingo, wie heißen die alle, fängt an zu singen, ganz laut und hoch und in der Nähe von diesem hohen C attackiert der Schlagzeuger. Und so ist eigentlich während des Konzerts der Tenore Castrato entstanden. Aber das gibt es leider nicht mehr, das ist verboten.
Aber wir haben noch Musik gefunden von Händel, nicht? Georg Friedrich Händel. Bitte sehr, Herr Florin. Das ist ein unbekanntes Kastratorium von Händel. Zu Ende 14. Jahrhundert komponiert. Händel hat es selbst auch nie gehört. Es ist so frühbarock eigentlich, nicht so ganz, aber es ist viel zu frühbarock. Ein bisschen so spätromantisch schon, nicht? So Bauhaus, diese Zeit. Rokoko, also Schönberg, nicht André Rieu und so, solche Sachen. Götz Alsmann, ne? Nicola! Mangiare! Lasagna verde! Chi voglio non questo? Il lago maggiore! Di così fan tutte! Deswegen ist es verboten, Kastrat zu singen, meine Damen. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Danke vielmals. Hans Lieberg, meine sehr verehrten Damen und Herren. Danke. Hans Lieberg. Argentinien, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist die Heimat.